Johannes schaut gerne die Serie Grey's Anatomy. Bis vor kurzem hat er das auch übers Internet auf zwielichtigen Seiten getan. Bisher war zwar das Bereitstellen der Inhalte illegal, das Streamen und damit bloße Zwischenspeichern aber nicht. Das Herunterladen der Videos hingegen ist bereits auch seit längerem illegal. Seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 26.04.2017 handelt jedoch auch derjenige illegal, der Filme oder Serien auf illegalen Seiten streamt. Diese Option fällt für Johannes damit weg. Er müsste mit Abmahngebühren in Höhe von 150 Euro plus 10 bis 15 Euro Schadensersatz pro gestreamten Inhalt rechnen. Alternative legale Bereitsteller sind Netflix, Maxdome, Sky, Amazon Prime, iTunes, Videobuster, Videoload, Vuaki.tv, Videosciety oder Chili. Je nach Anbieter kann Johannes dort Monatsabos von 5 bis 10 Euro abschließen oder pro Film zwischen 1 Euro und 3 Euro zahlen. Und so muss Johannes auch zukünftig nicht auf seine Lieblingsserie verzichten.